Hallo, mein Name ist Oblivion Helter. Manche kennen mich auch unter den Namen Per Oblivion Helter oder einfach Mr. Oblivion. Ich habe mir zur Lebensaufgabe gemacht, Verschwörungen und Betrügereien übelster Sorte ans Licht zu bringen. Kurz gesagt, ich werde die Wahrheit ans Licht bringen, egal wie schmerzhaft sie ist. Am 5.11.2017 hat der User GTA4HelterHD ein Video mit dem Titel Herr Helter bricht bei Tanzverbot Wohnung ein Verarsche hochgeladen. Das Video zeigt, wie der GTA4HelterHD in die Wohnung eines gewissen Tanzverbot einbricht, um seine Unterwäsche zu klauen. Während dem Einbruch soll er angeblich zwei nackte Chinesen getötet haben. Heute werde ich euch beweisen, dass dieser Einbruch nicht stattgefunden hat. Als ich das Video das erste Mal sah, war ich wie jeder andere auch erst einmal extrem schockiert. Wie konnte der GTA 4 Helter HD nur so eine schändliche Tat begehen und in eine fremde Wohnung einbrechen, nur um Unterwäsche zu klauen? Aber als ich dann sah, dass er dabei sogar zwei Morde begangen haben soll, wurde ich stutzig. Ich recherchierte monatelang im Internet, um Artikel in den Nachrichtenportalen zu finden, die sich mit dem Mord an beiden nackten Chinesen in Tanzverbotswohnung auseinandersetzen. Aber ich wurde nicht fündig. Bedeutete das, dass das Video vom GTA 4 Helter HD nur ein Fake war? Als ich mir das Video vom GTA 4 Helter HD noch einmal ansah, entdeckte ich etwas. In der Videobeschreibung war ein Link angegeben, welches angeblich zu einer Aufnahme aus einem Livestream führen sollte. Voller Erwartung klickte ich darauf. Doch die Enttäuschung war groß, als ich sah, dass das Video nicht mehr verfügbar war. Sollte das Ende meiner Recherche sein? Sollte ich einfach aufgeben und den GTA 4 Helter HD einfach so damit entkommen lassen? Oder war sein Video am Ende sogar echt? Nein. Mein Bauchgefühl sagte mir etwas anderes. Und mir war klar, dass ich meinen Zuschauern eine Erklärung schuldig war. Die Wahrheit musste ans Licht kommen. Also suchte ich nach einem Re-Upload des Videos. Und siehe da. Ich wurde fündig. Und was ich dann sah, sprengte meine Erwartungen. Schnallt euch an. Denn nun werde ich euch beweisen, dass der GTA 4 Helter HD ein Betrüger ist. Das Video, das ich gefunden habe, zeigt eindeutig eine andere Version des Vorfalls. Auch hier ist zu sehen, dass angeblich jemand in Hans Verbotswohnung einbricht. Im Grunde genommen sind es sogar dieselben Aufnahmen. Ihr denkt euch jetzt sicher, dass der Einbrecher dann ja am Ende doch der GTA 4 Helter HD war. Aber dem ist nicht so. Wenn wir uns die beiden Videos im direkten Vergleich anschauen, gibt es nämlich gewaltige Unterschiede. Zuerst einmal werde ich euch eine Stelle des Videos vom GTA 4 Helter HD zeigen. Und danach noch einmal dieselbe Stelle vom Original von Tanzverbot. Tanzverbot. Bist du da? Ah, anscheinend ist er nicht zu Hause. Das ist gut, sehr gut. Na, habt ihr es auch gemerkt? Wenn man ganz deutlich hinhört, kann man erkennen, dass im Original an dieser Stelle gar niemand spricht. Im Video vom GTA 4 Helter HD wiederum hört man ganz deutlich seine Stimme. Schaut es euch nochmal an und überzeugt euch selbst. Tanzverbot. Bist du da? Ah, anscheinend ist er nicht zu Hause. Das ist gut, sehr gut. Hier nochmal einmal eine andere Stelle, an der der GTA 4 Helter HD angeblich den ersten Chinesen tötet. Hallo? Wer bist du? Oh Gott, halt die Klappe, verdammt. Verdammt. Und jetzt dieselbe Stelle im Original.
Auch hier kann man wieder ganz deutlich erkennen, dass man im Original an dieser Stelle keine Stimme hört. Hier nochmal die Stelle des zweiten Mords. Ist das, ach du heilige eh noch jemand? Verdammte Scheiße. Ich habe gerade zwei nackte Chinesen getötet, obwohl ich nur Unterwäsche von Tans Verbot klauen wollte. Um es euch noch deutlicher zu machen, das Ganze nochmal in Zeitlupe. Ist das, ach du heilige eh noch jemand? Verdammte Scheiße. Ich habe gerade zwei nackte Chinesen getötet, obwohl ich nur Unterwäsche von Tans Verbot klauen wollte. Ihr glaubt mir immer noch nicht. Ich habe noch mehr Beweise. Das Video vom GTA 4 Hater HD endet, damit das Tanzverbot ihn angeblich hört. Diese Stelle ist im Original nicht zu finden. Aber durch stundenlange Recherche habe ich dann auch die Quelle hiervon gefunden. Wie ihr seht, stammt diese Szene aus einem komplett anderen Video von Tanzverbot. Der GTA 4 Hater HD hat sie einfach genommen und so getan, als würde sie zum Einbruch gehören. Ihr glaubt mir immer noch nicht. Okay. Dann habe ich hier den endgültigen und unwiderlegbaren Beweis, dass das Video vom GTA 4 Hater HD nur ein Fake ist. Denn eine Stelle wird in seinem Video nicht gezeigt, die im Originalen aber vorhanden ist. Das Ende des Originals zeigt nämlich, wie sich der vermeintliche Einbrecher nämlich die Maske abnimmt. Ja, ihr habt richtig gehört. Im originalen Video von Tans Verbot wird das Geheimnis der Identität des Einbrechers gelüftet. Aber ich will euch nicht auf die lange Folter spannen. Seht selbst. Hi, na? Ja, ihr habt richtig gesehen. Der Einbrecher war gar nicht der GTA 4 Hater HD, sondern Tanzverbot selber. Tanzverbot wollte damit im Livestream nur seine Zuschauer verarschen. Und hat so getan, als würde jemand in seine Wohnung einbrechen. Ihr glaubt mir immer noch nicht. Okay. Dann hier nochmal das Ganze in Zeitlupe. Und mit reißerischer Musik. Damit ist es eindeutig bewiesen. Der GTA 4 Hater HD ist ein Betrüger. Er hat das Video von Tanzverbot genommen und mit Hilfe eines Videoschnittprogramms seine Stimme und Soundeffekte drüber gelegt und die entscheidende Stelle, an der der Einbrecher seine Maske abnimmt, einfach entfernt und stattdessen eine Szene aus einem anderen Video dazu geschnitten.